Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, kann man so sagen. Ich versuche es auf jeden Fall irgendwie zu schaffen, wieder für euch Videos zu drehen. Und heute als erstes Video wollte ich einfach so ein kleines Live-Update geben, denn es gibt viele Neuigkeiten, es ist viel passiert und alles werde ich natürlich nicht erzählen und auch, ja, keine Ahnung, vielleicht im Laufe der Zeit mal. Aber ich habe auf jeden Fall wieder richtig, richtig Lust, Videos zu machen. Und ich hoffe, dass mein Laptop überhaupt da mitspielt, dass ich die Videos auch schneiden kann. Denn der ist schon ziemlich eingestaubt und hat schon lange kein Schnittprogramm mehr gesehen. Von daher, ich möchte gar nicht lang drum herum reden, sondern einfach mal die Fakten auf den Tisch hauen. Und das erste ist, ich bin schwanger. Genau, ich bin schwanger in der 12. Woche, wenn ihr das Video seht. Und ich freue mich total. Ich habe natürlich einen neuen Freund, sonst wäre das alles ja auch nicht möglich. Und jetzt schon seit knapp einem Jahr. Ich bin mega glücklich, wir sind mega glücklich zusammen. Und ja, die letzten, ich weiß gar nicht, wie lange ich weg bin. Aber auf jeden Fall ein Jahr bin ich auf jeden Fall weg. Ich denke sogar fast schon 2, 1,5. Und ja, ich bin umgezogen, habe mir das hier richtig schön gemacht mit den Kindern. Und viele von euch hatten irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass ich mich getrennt hatte. Obwohl ich es eigentlich erzählt habe und auch irgendwie dachte ich, es wäre klar. Auf jeden Fall freue ich mich mega über alle Leute, die überhaupt noch da sind. Ich bin gespannt, wer überhaupt noch da ist. Lasst es mich gerne wissen. Und ja, es wird natürlich viel Schwangerschaftskram kommen. Also ich würde sagen, einfach ganz normale Vlogs wieder. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, könnt ihr mir das auch gerne sagen. Und dann würde ich vielleicht irgendwas davon mal umsetzen. Fragen könnt ihr mir natürlich gerne stellen. Genau, wir sind umgezogen. Wir wohnen jetzt hier ungefähr 1,5 Jahre. Die Wohnung ist mega schön, mega groß. Jeder hat sein Zimmer. Und naja, jetzt wird es aber wieder ein bisschen knapp, ne? Wenn noch ein kleiner Mitbewohner kommt. Und zwar im September soll es soweit sein. Ich bin gespannt. Ich hatte mich irgendwie ein bisschen verrechnet. Und meine Frauenärztin hatte mich ganze 4 Wochen zurückgerechnet. Deswegen bin ich immer so ein bisschen irgendwie unter Spannung, weil ich irgendwie immer denke, auch eigentlich müsste ich ja weiter sein. Aber ich habe auch noch nicht so den Bauch. Also ich habe eher Speck. Ich habe einiges an Kilos verloren gehabt. Hatte das auch so ein bisschen auf dem Instagram-Account, auf einem anderen, für euch dargestellt und so ein bisschen Rezepte. Auf jeden Fall bei meiner gesunden Ernährung bin ich geblieben. Jetzt natürlich habe ich auch ordentlich reingehauen und auch mal Fastfood und sowas gegessen. Aber ja, ich werde das auf jeden Fall beibehalten, weil es einfach uns mega gut tut. Und ich einfach viel mehr über das Essen gelernt habe. Und ja, das möchte ich hier irgendwie auch so ein bisschen mit einbringen. So ein bisschen healthy food und sowas. Aber auch nicht zu übertrieben, denn zu übertrieben mache ich es auch gar nicht. Und Sport habe ich jetzt seit ungefähr 3 Monaten nicht mehr so richtig gemacht. Es wurde dann immer weniger. Und am Anfang habe ich es wirklich 5, 6 Mal die Woche gemacht. Nicht immer eine ganze Stunde, sondern einfach auch nur mal 20 Minuten. Und ja, ich möchte aber eigentlich jetzt in der Schwangerschaft auch ein bisschen mich bewegen. Und ich kam aber, ich war so fertig in der Anfangszeit. Ich hatte, ich wollte nicht aufstehen. Ich wollte einfach nur Winterschlaf machen. Und mir taten die Kinder einfach auch mega leid, weil ich einfach so wenig, mit mir war einfach nichts anzufangen. Diesmal hatte ich das erste Mal auch mit Übelkeit zu kämpfen. Das hatte ich, kannte ich von den beiden Schwangerschaften gar nicht. Mir ging es eigentlich immer super. Klar, ein bisschen müde war ich. Aber diesmal hat es mich richtig umgehauen. Aber es wird besser, ich werde fitter und kann mich so ein bisschen an die Schwangerschaft gewöhnen. Ja, denn so richtig, richtig geplant war es nicht, kann man sagen. Aber ja, wir freuen uns. Wir freuen uns richtig. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze überhaupt wird. Weil er möchte sich, glaube ich, nicht hier so unbedingt präsentieren, aber vielleicht kriege ich ihn ja ein bisschen überredet. Er versteht dieses ganze Social Media eh nicht so richtig. Ja, aber naja.
Ich freue mich auf jeden Fall wieder da zu sein. Und ich weiß auch gar nicht, wovon ich so wirklich erzählen soll. Also, ob ich schon Schwangerschaftsupdates machen soll, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich werde das einfach in die Vlogs mit einbringen. Genau, außer Übelkeit und Müdigkeit hatte ich eigentlich auch nichts. Und ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Ich arbeite zwar nur jedes zweite Wochenende, weil dann der Papa die Kinder hat. Und das sich aber leider als nicht so praktisch gerade herausstellt, weil es gerade nicht so gut klappt. Und deswegen, naja, muss ich mir jetzt was anderes überlegen, beziehungsweise hat sich es gerade von selber eigentlich geregelt, weil ich dann ja eben bald nicht mehr arbeite. Ich werde es jetzt so weitermachen erstmal, weil es mir einfach mega Spaß macht, auch wieder ein bisschen unter Menschen zu kommen, in meinen alten Beruf zu arbeiten. Und so viele alte Kollegen habe ich auch dort noch wieder gesehen. War mega krass irgendwie und jetzt muss ich schon wieder gehen. Das ist eigentlich schade, aber ich kann ja wieder zurückkommen, hoffe ich. Ich habe mega lange Haare irgendwie gekriegt. Ich habe sie einfach nicht geschnitten. Also doch, die spitzen immer ab und zu mal. Aber sie sind einfach irgendwie total gesund. Und deswegen gab es keinen Grund, sie unbedingt zu schneiden. Ich bin aber echt immer am Überlegen, nicht einfach so ein Stück wegzuschneiden. Aber irgendwie finde ich, ist es auch irgendwie ganz schön mit so langen Haaren. Ein bisschen was über die Kinder kann ich noch erzählen. Louis ist 3 geworden. Der ist mit 2 trocken gewesen. Mega gut. Aber Mila war auch mit 2 trocken. Er hat noch einen Schnuller dafür. Also jeder hat so sein Laster zu tragen. Die Kinder werden im Moment ziemlich oft wach. Deswegen bekomme ich immer noch wenig Schlaf. Aber da muss ich leider durch. Und Mila kommt im Sommer in die Vorschule. Da bin ich schon richtig, richtig gespannt, ein Schulkind zu haben, also ein halbes Schulkind. Und wie ich das denn überhaupt, weil das Baby kommt so in der Zeit, wo Mila einfach in der Anfangszeit von der Schule ist oder in der Vorschule. Das ist ja noch nicht richtig Schule, aber ich mache mir da schon Gedanken irgendwie, das alles zu wuppen irgendwie. Aber irgendwie freue ich mich auch drauf. Man, so 3 Kinder, ey, das ist schon echt krass irgendwie. Aber ich wollte immer viele Kinder haben. Das Leben läuft einfach so, wie es läuft. Da kann man oft auch nichts machen. Und was ich sagen kann, ich bin so voll zufrieden gerade mit meinem Leben. Klar, es gibt Tage oder auch Momente, wo ich denke, so alles blöd und alles doof und warum ich und so. Aber es geht immer schlimmer, muss man sich sagen. Und die Sonne scheint heute und deswegen habe ich sowieso voll die gute Laune. Es gibt so private Sachen manchmal, die einem so im Weg stehen, die einen auch manchmal so aus der Bahn werfen können, aber ja, da bin ich am Arbeiten, dass mir das gut gelingt und auch manchmal einfach wegzuhören und einfach mein Leben zu leben, wie ich es leben möchte. Das ist so das Wichtige, was ich gerade lerne, einfach so das zu machen, was ich möchte, ohne mich von anderen Leuten oder von anderen Dingen so beeinflussen zu lassen. Das möchte ich auch euch mit so auf den Weg geben, dass man einfach sein Leben so lebt. Und ja, ich bin gerade einfach nur zufrieden. Es könnte immer besser sein, aber ich bin zufrieden. Und das wollen wir festhalten. Ja, hier, unseren kleinen Kater, hier haben wir noch. Der Carlo, den haben wir auch seit einem halben Jahr. Jetzt fast ein halbes Jahr. Der ist total lieb. Auch mit den Kindern. Ich habe jetzt fast 10 Minuten, glaube ich, geredet. In diesem Sinne würde ich mich erstmal verabschieden. Schreibt mir einfach in die Kommentare alles, was ihr schreiben wollt. Und schreibt mir ein Hallo, dass ihr noch da seid. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.